Hallo zusammen, in dem heutigen Video geht es einmal um das Thema elektrische Fugenbürsten. Das sind ganz praktische Geräte, die dazu beitragen, dass ihr eure Fugen im Garten richtig schön reinigen könnt und dass das Unkraut auch hier perfekt entfernt wird. Diese Geräte sind wahlweise entweder mit einem Akku betrieben und man kann sie hier multifunktional einsetzen oder es gibt sie natürlich auch mit einem ganz normalen elektrischen Anschluss, also mit einem Kabel. Und da wollen wir uns heute mal also wirklich die Top 3 der besten und beliebtesten elektrischen Fugenbürsten uns anschauen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Mit dabei sind wirklich sehr namhafte Hersteller und werden heute mal der Reihe nach durchgehen und sämtliche Vorteile und auch die technischen Daten kurz hier auflisten. Es bleibt also sehr spannend, bleibt daher bis zum Schluss dran. Auch die Links zu diesen einzelnen Geräten, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr daran jetzt Interesse habt, klickt mal jetzt direkt in der Videobeschreibung auf die Links drauf und dann kommt ihr zu den jeweiligen Produkten. Da würde ich sagen, starten wir durch, fangen an und los geht's und zwar mit Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns die Ryobi RY18PCA0 Fugenbürste. Schauen wir uns das Gerät mal kurz an. Es handelt sich dabei um eine Akku-Fugenbürste, wo der Akku auch hier multifunktionell in beinahe allen Geräten von dem Hersteller eingesetzt werden kann. Somit ist es auch hier wirklich besonders praktisch und geschickt, wenn auch ihr praktisch mehrere Geräte da habt. Und somit könnt ihr auch hier auf lange Frist sehr viele Kosten sparen. Die Fugenbürste ist sehr praktisch, sehr geschickt. Man kann sie einfach anwenden und sie hat auch ebenfalls eine sehr hohe Leistung, somit man auch hier natürlich wirklich die Fugen perfekt reinigen kann. Ich würde sagen, wir schauen uns diese Fugenbürste jetzt mal direkt hier direkt auf der Produktseite an. Den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal dort auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt zum Produkt. Ja, so sieht im Grunde aus und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz auf den Preis ein, denn der ist sehr interessant, kostet gerade mal 131 Euro und ist aktuell auch hier ein bisschen im Angebot. Wir gehen mal kurz weiter runter zu den technischen Daten, da steht nochmal alles drauf. Ihr könnt schon sehen, die Akkus passen für über 200 Geräte und der Hersteller hat hier 25 Jahre lang Erfahrung, was das hier angeht. Es gibt hier eine Universalbürste, die aus Nylon besteht, die ist also wirklich sehr robust und auch flexibel und es gibt auch noch weitere Geräte, also weitere Fugenbürsten von diesem Hersteller mit unterschiedlichen Leistungskennzahlen. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz noch an die Bewertungen durch. Sieht zwar jetzt super aus, also wirklich ein tolles Gerät für den günstigen Preis und auch sonst kann es sich wirklich hier einiges hermachen und es gibt hier wirklich zahlreiche tolle Rezensionen dazu. Also, falls euch das Gerät interessiert, klickt mal den Link in der Videobeschreibung unten an und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 2. Und dort landet bei uns eine elektrische Fugenbürste von Einhell und zwar die GECC18LI Solo. Und dabei handelt es sich um ein sehr praktisches Gerät, denn wie der Name schon sagt, ist die hier mit einem Akku praktisch versehen. Also man kann sie komplett hier kabellos betreiben und somit überall einsetzen. Man kann hier verschiedene Aufsätze drauf machen, sie ist also multifunktionell einsetzbar. Und ich würde sagen, wir schauen uns die mal direkt hier auf der Webseite nochmal an, wo es die zu kaufen gibt. Auch hier gibt es den Link unten in der Videobeschreibung, also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr zum jeweiligen Produkt. 69 Euro kostet die aktuell ohne Akku, ist also ein sehr attraktiver und spannender Preis. Besonders wenn ihr schon weitere Einhellgeräte mit einem Akku habt, da lohnt sich die sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Hier nochmal die weiteren Produkteübersichten und technischen Daten zu diesem Gerät. Also man kann auch hier natürlich dementsprechend das Gerät anpassen, ist sehr ergonomisch und bietet hier zahlreiche weitere Möglichkeiten. Es gibt unten dran noch so ein Rädchen, damit es wirklich relativ einfach zu handhaben ist und auch die technischen Daten sehen soweit wirklich sehr gut aus. Gehen wir kurz zu den Bewertungen. Auch hier gibt es wirklich zahlreiche positive Bewertungen, die das Gerät wirklich für top empfinden. Und auch wir können sagen, es ist ein wirklich sehr interessantes Preis-Leistungs-Angebot, was hier Einhell einem bietet. Also klickt mal dazu den Link an, falls ihr mehr darüber wissen wollt. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dort landet bei uns die Gloria Multibrush Fugenbürste. Ein sehr gutes Gerät mit einer sehr ordentlichen Leistung. Wir gucken uns das mal ganz genau im Detail an. Und da könnt ihr auch schon sehen, wir können zum einen mal die Höhe verstellen, was hier wirklich sehr praktisch ist. Und wir haben hier einen sehr schönen großen Griff. Man kann auch hier die Bürstengeschwindigkeit einstellen. Man kann hier die Bürste überall anwenden, im Gartenbereich, auf Fliesen, aber auch auf so einem Holzboden. Und sie macht hier wirklich einiges sauber und ist wirklich sehr einfach dann zu wechseln. Es gibt hier mehrere Aufsätze. Da könnt ihr zum Beispiel hier so eine Fugenbürste nochmal mit einbauen. Da könnt ihr zum Beispiel hier das Unkraut aus den Fugenbürsten ja schon rausbürsten, was auch hier extrem geschickt ist. Und auch sonst gibt es ja zahlreiche weitere Bürstenaufsätze, mit dem man hier wirklich sehr gut den Garten auch und die Fliesen sauber bekommt. Also ein Top-Gerät, was man auch hier zum Vertikulieren von eurem Rasen anwenden kann. Es gibt also wirklich zahlreiche Möglichkeiten und Aufsätze, die praktisch hier bei diesem Gerät geboten sind.
empfehlen. Wir können es euch nur empfehlen, das ist wirklich ein Top-Gerät, deswegen auch hier unser Vergleichssieger. Und wir können auch hier mal die einzelnen Punkte bzw. mechanischen Bauteile sehen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns dieses Gerät mal zum Schluss hier direkt auf der Produktseite an. Den Link gibt es ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal dort direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr hier zu diesem Produkt. Der Preis hier 119 Euro, das wäre hier die Kabelvariante, es gibt aber auch welche mit Akku und hier im besten Nummer 1 auf Amazon, also ihr könnt schon sehen, das ist wirklich ein sehr beliebtes Gerät und wird auch hier sehr oft gekauft. Hier nochmal die weiteren technischen Daten im Überblick, wir haben hier wirklich eine sehr hohe Leistung von 500 Watt, es gibt hier sehr viele Anwendungsmöglichkeiten und ein umfangreiches Zubehör. Da könnt ihr nochmal sehen, die verschiedenen Bürstenaufsätze, die es praktisch hier für dieses Gerät gibt und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Schluss mal kurz hier auf die Bewertungen dazu ein und lesen uns die nochmal kurz in Ruhe durch. Dann nochmal die technischen Daten, falls euch die auch interessieren. Hier nochmal die Abmessung des Gewichts und auch die Leistung. Und da können wir jetzt praktisch hier die Bewertungen sehen, die ebenfalls wirklich alle sehr positiv ausfallen. Also, unser Vergleichssieger steht fest. Es wäre jetzt hier die Gloria Multibrush Fugenbürste. Wir gehen nochmal kurz die wichtigsten Punkte im Detail durch. Wir hätten zum einen hier einen leistungsstarken 500 Watt Motor. Sie ist höhenverstellbar, hat verschiedene Aufsätze mit dabei. Es gibt hier was weiteres Zubehör und der Preis ist hier auch recht günstig für diesen Funktionsumfang. Das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Links zu diesem Produkt gibt es unten in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir hier einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.